Also ein bisschen inkonsequent ist das Spiel. Also es hat so viele Schrauben und Faktoren, die man sagen könnte, okay, die sind für das, aber irgendwie ist Grafik und Sound immer wichtig. Das ist zum Beispiel etwas, was mich an der modernen Spielewelt aktuell aber sehr, sehr stört. Grafik und Sound ist eben nicht alles. Viel, viel interessanter sind eben so Sachen wie Gameplay oder halt eine gute Story geschrieben, und interessante Welten. Also für mich ist zum Beispiel die Grafik und Grafik und Sound bei einem Simulationsspiel, jetzt mal ganz ehrlich, dieses Spiel hat jetzt nicht unbedingt, also wenn ich jetzt diesen Sound gegen ein Nobuo Uematsu von Final Fantasy vergleiche, dann ist dieser Sound, das sagen wir jetzt, da kann mir keiner irgendwas sagen, da ist dieser Soundtrack hier ein Witz gegen. Einfach, ne? Oder wenn ich jetzt einfach nehme, irgendwelche bombastischen Rollenspiele, die wirklich gefühlvolle Lieder und aggressive Lieder und antreibende Lieder haben, die wirklich einen sehr, sehr geilen Original-Soundtrack haben, der das Spiel perfekt unterstreicht. Aber das ist bei diesem Spiel auch nicht wichtig, der Soundtrack. Also das ist hier jetzt ein Business-Simulationsspiel, wie ich es hier gemacht habe. Und da kann mir niemand sagen, dass die Grafik und der Sound in diesem Spiel so wichtig ist. Nein! Ist es eben überhaupt nicht. Ich brauche hier nicht die super geil gerenderte HD-Grafik. Wozu? Also, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das hier finde ich ein bisschen sind die Genres nicht so perfekt durchdacht. Da müsste man mal noch mal ein bisschen nachjustieren und sagen, okay, worum geht's jetzt? Wir haben jetzt ein Business-Simulationsspiel. Okay, da sind. Ne, da kann ich ja noch verstehen, dass die AI vielleicht noch einen gewissen Grad, ne, also wenn man vielleicht sagt, irgendwie mit Konkurrenzfirmen, so die UI, also ne, wie das Interface ist, muss vernünftig gestaltet sein. Das Scripting vielleicht noch so, die Events, die von sich aus ausgelöst werden. Das Gameplay muss vernünftig sein. Aber Grafik und Sound sind doch jetzt bei bestem Willen da kein ausschlaggebender Faktor. So. Spiel ist halt für everyone und wir verlieren jetzt dadurch einfach wieder Fans. So, ich kann dieses Spiel im Grunde eigentlich schon wieder direkt. Oh nein, es scheinen einige Bugs vorhanden zu sein in Call of Duty. Wäre es denn keine gute Idee, ein Patch zu entwickeln? Ja, du hast recht. Dann entwickeln wir jetzt noch fix einen Patch hinterher. Und da sehe ich es. Also ich verliere Fans, weil das Spiel nicht gut ist. Verliere ich Fans, wo ich dann einfach sagen müsste jetzt, ey, ich muss das Spiel vom Markt nehmen. Ich habe jetzt 100 Fans verloren. Gut gemacht. Der neue Patch hat die Bugs behoben. Dein Spiel wird jetzt besser verkaufen und wird sich jetzt besser verkaufen und deine Fans sind zufrieden. Okay, jetzt kriege ich ein bisschen wieder, aber ich verliere auch direkt wieder. Also eigentlich müsste ich das Spiel direkt vom Markt nehmen. Es ist nämlich an und für sich ist es ein Fehlentscheid gewesen. So. Oder dann müsste ich dieses Spiel direkt vom Markt nehmen, damit ich meine Fans nicht so stark verliere. Ah, das. Also. Dieses Spiel hat unheimlich viel Potenzial. Es hat unheimlich viel geile und gute Ideen. Aber man merkt, dass es halt auch in vielen Punkten noch nicht so richtig ausgereift ist. Da müsste nochmal echt Hand angelegt werden. Hier und da muss noch das Balancing verbessert werden und ein bisschen alles logischer in sich werden. Weil noch ist das alles nicht so proppe. Muss man einfach so sagen. Also, ne, das ist halt leider so. So, es wird wieder ganz viel trainiert, ganz viel geforscht. Wenn das fertig ist, das Training meiner Leute, dann schicke ich die auch in Urlaub. Oh, Steuern, das heißt, ich kann noch mal eine Bilanz anschauen hier. Unterm Strich haben wir 146.000 plus gemacht. Na gut, reicht natürlich nicht. Reicht natürlich nicht. Also man sieht's, theoretisch dürfte ich jetzt eigentlich gar keine Spiele mehr machen, sondern ich müsste einen Publisher-Auftrag nach dem anderen wirklich annehmen. Und nee, forschen wird jetzt erstmal keiner, sondern ich schicke die Leute jetzt mal kurz in den Urlaub. Die sind so einen Monat sind die dann im Urlaub, okay. Mache ich. Die gehen alle einmal jetzt einen Monat in Urlaub. Und da dürfte man wirklich theoretisch nichts anderes als nur Publisher-Spiel, Publisher-Spiel, Publisher, Publisher-Spiel. Ich kriege kurze Finanzspritzen, die mich halt am Leben halten. Das
wozu soll ich dann selbst irgendwie noch Spiele entwickeln? Also das ist so alles Elite. Das hat ist jetzt Spiel des Jahres 1987, ein Action-Beat'em-up, alles klar. Und man interessiert sich auch tatsächlich fast gar nicht so für die Sachen, die so nebendran passieren. So, versorge deine Hitspiele mit zusätzlichen Inhalten. Okay, Add-ons. Schön, dass ich jetzt Add-ons habe. Dann forsche ich jetzt noch kurz am Design mit Cyrus. Na, komm. So, zack. Man dürfte eigentlich keine eigenen Spiele mehr rausbringen. Also man sieht es jetzt hier, das hat mich 200 Fans einfach mal konsequent gekostet. So, nein, danke, ich gehe dieses Jahr nicht auf die Gamers Convention. Das kostet mich auch nur Geld. Ich müsste halt wirklich spielen. Das finde ich halt schade, dass man so zu bestimmten. Huch, ich würde gern etwas Training machen, Spieledesigner. Ja, dann macht das Training. Kann ich ja gerade mal. Wer war das jetzt? Der Samuel Cook, glaube ich. Dann kann der auch mal irgendwie Training machen. Wesentliche. Und der kann auch mal Training machen noch. Wupp. Zack. Da sind sie alle irgendwie. Oh, der macht ein Spieldesigner-Training, was irgendwie 40 Tage einfach mal. Okay, dann reduziere ich, glaube ich, diesmal jetzt komplett erstmal auf Training allein nur. Das ist, glaube ich, wirklich der Samuel Cook, der das Spieldesigner-Training da macht, ne? So, zack. Und zack. Ja, dann macht ihr nochmal hier nächstes Training direkt. So, Spiele leben und sterben mit ihrem User Interface. Alles klar. Das ist halt so doof, dass man zu gewissen Spielpraktiken ja quasi gezwungen wird. Ich muss wirklich. Ach, das hat mir auch nochmal 50.000 gekostet. Oh, verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich dem das wahrscheinlich nicht erlaubt. Dass man einfach zu gewissen Spielpraktiken. Ey, gut, okay, nee, komm. Ich verliere hier 400 Fans. Ey, was soll denn das? Ich kriege Fans gerade mal irgendwie so 200. Das gucke ich mir hier. Also, das ist. Ja, es läuft gerade ganz furchtbar. Ich komme wieder rein und ich versuche ein eigenes Spiel zu machen und ich werde dafür quasi bestraft. Ich werde zu bestimmten Spielpraktiken gezwungen, weil ich sonst einfach keinen Erfolg habe, weil ich sonst automatisch Misserfolg habe. 87% fanden den Gewaltfaktor gut, genauso die vulgäre Sprache und 82% den erotischen Inhalt. Ihr habt komische Vorstellungen bei einem Simulationsspiel, aber gut. Was soll man da machen? Das Training ist beendet. Okay. Alles klar. Der da ist noch 20 Tage im Training, ne? Gut. Komm, dann macht ihr jetzt auch nochmal irgendwie so ein 10-Tages-Training. Irgendwelche Geschichten. Hat der auch noch irgendwelches Training? Nee, hat er nicht. Gut. Und danach muss ich halt wieder einen Publisher-Deal annehmen. Dann bleibt mir einfach nicht viel übrig. Wie gesagt, die Trends kann ich alle ignorieren, weil ich bekomme sie eh meistens nicht mit. Und wenn ein Trend ist, bin ich entweder gerade in einem Spiel. Nein, ihr macht jetzt nicht irgendwelches Training. Wir entwickeln jetzt mal bitte wieder zwischendurch ein Spiel. Man bekommt diese Trends nicht mit, weil hier einfach so viel geschieht. Was interessieren mich diese ganzen Spiele, die die Konkurrenz rausbringt? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe dann zum Beispiel die Trends dazwischen einfach nicht. Ich habe den Blick nicht, weil der Rausch ist durch und ich bin hier so beschäftigt im. Ich bin heute viel am Nörgeln, ne? Ich merke es. Ich merke es, aber es ist so ein bisschen frustrierend. Ich habe zum Beispiel auch schon einen Kommentar gelesen, dass oder war es ein Kommentar oder war es eine private Nachricht? Einer von den Siegern des Gewinnspiels haben auch schon irgendwie rumgeprobiert und sind auch schon irgendwie kläglich gescheitert und so. Das Spiel ist schwierig dadurch einfach, dass viele Sachen gegen den Spieler so ein bisschen, habe ich das Gefühl, agieren. Also, dass es dem Spieler nicht zugutekommt, sondern dass man, wenn man einfach nicht gewisse Pfade lang geht, sondern irgendwie versucht, so sein eigenes Ding zu machen, man einfach rigoros gegen die Wand gefahren wird und geklatscht wird. Das finde ich halt ein bisschen schade. Das finde ich halt echt ein bisschen schade. Auch zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, 88 schon Fortsetzungen und Add-ons.
Kann ich natürlich verstehen, aber das sind so Sachen, die werde ich eh nicht nutzen können, weil ich einfach noch nicht die Größe habe, um effektiv auf solche Sachen oder mit solchen Sachen zu agieren, mit irgendwelchen Fortsetzungen und mit irgendwelchen, na, wie heißt denn das? Mit irgendwelchen Add-ons da, das macht finanziell gesehen für mich absolut keinen Sinn, in der Schiene da irgendwas zu probieren. So, Action Hacken Slash nehme ich doch einmal an und starte dann hier diesen Publisher-Deal. Kann ich über eine halbe Million gewinnen, wenn ich gewinnen, genau, kann ich umsetzen, wenn das jetzt vernünftig wird. Und es ist halt wieder ein Hack-and-Slash-Spiel, ne? Ich könnte. Schade, dass ich das nicht mit Fortsetzung irgendwie kombinieren kann, oder? Ja, ich kann es halt leider nicht mit Fortsetzung kombinieren, aber ich kann auf die Weise gucken. Mein letztes Hack-and-Slash-Spiel hatte eine. Ach nee, das ist mein ganz altes. Das ist nicht mein letztes, oder? Doch, das ist mein letztes Action-Hack-and-Slash-Spiel. Hier ist der Dungeon Scroll. Perfekt, dann kann ich mich da natürlich ein bisschen nachrichten. Gut, was mache ich denn? Wie nenne ich das Spiel denn? Ein schönes Action-Hack-and-Slash. Wir nennen es Action-Hack-and-Slash. Das ist ja irgendwo langrennen und alles nieder. Orbital. Orbital ist nämlich ein Science-Fiction-Hack-and-Slash-Spiel tatsächlich. Kein Fantasy oder dergleichen. Wir sind ein Söldner, der quasi von Raumstation zu Raumstation reist, wo er gerade bezahlt wird und arbeitet. Und wir sollen oder wir werden beauftragt, eine bestimmte. Oh, jetzt kann man auch den Producer da einsetzen. Oh, cool. Cool. Sie mal gucken. Der Cyrus ist der denn im UI-Design? Was hat der denn da? Auch nur eine 1, ne? Tipp, tipp, wupp. Dann nehme ich den Samuel Cook da mal raus. Ja, guckt euch das mal an. Nicht schlecht. Alle im grünen Bereich. Es wird besser, meine Leute. Es wird besser. So, oh, guckt euch mal hier an. Don Lee ist besser als Cyrus. Dann wird natürlich Cyrus eher nur so der unterstützende Part sein und hier auch Don Lee ist besser als Giovanni, dann wird Giovanni auch hier der unterstützende Part sein. So, Don Lee auch hier und dann kommt Giovanni erst dazu. Pom pom pom. Game Engine. Wie gut bist du in Game Engine, mein Lieber? Könnte ich dich ja auch hier reinsetzen noch? So, Gameplay. Ein Gameplay bist du nicht so der Dollste. Dann lassen wir es mal so. Alles klar. Das sieht doch jetzt ganz. Das sieht doch schon besser aus. Genau, was wollte ich sagen? Wir werden dann halt beauftragt, mit zu einer bestimmten Raumstation zu reisen, um dort einfach Wachdienst oder für einen Wachdienst werden wir eingeteilt oder beauftragt, ne, dort halt Wachdienst zu treiben. Und als wir dort ankommen, erfahren wir, dass irgendwas komisch ist. Also wir merken schon, irgendwas ist hier komisch in der riesigen Raumstation. Also das ist eine wirklich Raumstation, wo Leute leben mit verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Abschnitten. Ne? Also richtig ein riesiges, komplexes Ding mit zig Ebenen und allem Möglichen. Und wir treffen auf eine Gruppe von Leuten, die sich in den Hangern oder die sich in einem gewissen Abschnitt des Spiels befinden. Wir müssen uns da am Anfang auch erstmal hinkämpfen, weil wir erreichen natürlich über den Hangar, nicht mal über den Hangar direkt, sondern wir müssen auch noch einen Umweg nehmen, weil der Hangar natürlich oder die Raumstation nicht reagiert und wir uns dann einen Weg reinarbeiten, sozusagen reinkämpfen. Und dann arbeiten wir uns vor und treffen auf ein paar Überlebende, die sich abgeschottet haben im bestimmten Bereich der Raumstation.
und erfahren, dass quasi diese Raumstation unter anderem halt auch Experimente durchgeführt hat und ein Experiment schiefgegangen ist und Mutationen, also ja, Mutantenwesen entstanden sind, die sich zu, also so eine Art Lebensform, die sich an Objekte haftet, die mutieren lässt und zum Leben quasi so ein bisschen. Dadurch zum Beispiel hat man dann auch so Kristallwesen, dass dann zum Beispiel Kristalle, Energiezellen, weil die moderne Form in der Zukunft der Energiespeicherung sind Kristalle und Zellen und sowas. Und die sind dann durch diese Lebensform mutiert. Das heißt, man hat dann auch so Energie, so Kristalllebenwesen oder so. Und man hat auch mutierte Menschen, man hat mutierte Tiere, man hat mutierte Roboter auch, alles Mögliche. Und man kämpft sich deshalb quasi so durch die Raumstation, Hack'n'Slash-mäßig, findet neue Waffen, neues Werkzeug, baut sich auch viel, also mit Crafting-System ist das dann, baut sich auch neue Sachen, um stärker zu sein, um tiefer in die Raumstation einzudringen, bis zum Forschungstrakt, wo wir natürlich versuchen, einen Weg zu finden, wie wir das Ganze, was hier geschieht, einzudämmen. Und auf dem Weg treffen wir auch Überlebende oder versuchen immer wieder Leuten zu helfen, die überlebt haben, um sie dann auch zu den anderen Überlebenden zu führen und lauter solche Geschichten. So, Tutorial. Wir haben schon mal so ein Spiel gemacht. Genau, das hatte, muss ich mal gucken, eine 78er-Wertung. Es hatte damals zu wenig Wert auf Graphics gehabt. So, wir sehen hier, da sind ein paar Aspekte. So. 4 Punkte, was ist das denn? Do your job. Ich habe Angst, da drauf zu klicken, weil ich nicht weiß, was das macht. Bis. Was war das denn jetzt für ein komisches? Gibt uns das Tipps, was wichtig ist? Gah, bis.